Hallo und willkommen zurück, liebe Freunde, zu Elix, einer neuen Aufnahme, einer neuen Folge mit unserem schönen, mittlerweile gar nicht so schlecht gekleideten Helden. Wir haben diese Siedlung hier entdeckt. Das war der letzte Akt der letzten Folge. Wir haben diese Siedlung entdeckt, wobei wir eigentlich nur zu Lloyd wollten, ne? Lloyd. Und dann haben wir hier entdeckt, dass wir hier noch nicht waren und das sieht hier gar nicht so unspannend aus und recht idyllisch, aber was tun wir dann? Was tun wir immer, wenn wir was entdecken? Wir klauen alles, was nicht nied- und nagelfest ist, richtig? Also, dann lasst uns dieses Spiel mal kurz fortsetzen. So, Moment. Oh, das ist mal eine Tür, die man öffnen kann. Das ist sehr interessant. Ohne Schlüssel wird das nichts. Okay, also hier brauche ich einen Schlüssel. Wo finde ich den? Oder ist das wieder so ein Quest? So ein Queste-Ding. Wahrscheinlich wird es ein Queste-Ding sein, ne? Okay. Es ist ja doch ein bisschen größer hier, als ich dachte zu Anfang. Ist das eine Truhe? Nee, das ist nur eine Bank. Ist das hier jetzt die Außenmauer von diesem? Ja. Von dieser kleinen Festung. Sehr schön, sehr schön. Trollkraut, sogar im Topf. Das habe ich mal gerade umgetopft in meine Tasche hinein. Okay, wir können hier noch höher, habe ich gesehen, ne? Wir können hier noch höher. Oh, dicke Äxte an der Wand. Kann man aber nicht nehmen. Schade. Dafür die Pfeile. Eine Kiste voller Pfeile. Okay. Da ist offen. Ah, ein Trank. Ich brauche Tränke, bitte. Haben wir in der letzten Aufnahme auch schon gesagt, wir müssen uns Tränke machen, weil wir eigentlich ziemlich knapp bei Kasse sind. Da steht ein Bogen. Aber der sieht so aus, als hätte ich den schon, oder? Ist der neu? Ich meine, ich benutze jetzt eh nicht mehr so oft einen Bogen. Die Geistersehne. Ja, zeig mal her, die Geistersehne. Was habe ich denn hier jetzt schon wieder aufgesammelt? Oder war das letztes Mal schon da? Bin ich mir gerade nicht sicher. Hallo, was ist denn hier neu? Bitte zeige dich. Kartenstück 14, das ist schon von der letzten Aufnahme. Jetzt interessiert mich gerade der Bogen. Der hat einen Schaden von 72. Das ist natürlich eine Wucht, ne? Da fehlt uns aber einiges an Stärke. Aber das Ding ist natürlich... Wir haben jetzt den Kriegsbogen, ne? Okay, der hat 60. Der hat gar nicht so viel weniger, aber der ist richtig viel wert, der hier. Ja, den behalten wir mal im Hinterkopf. Da können wir vielleicht noch was mit anfangen. So. Hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt, hier auf den Turm zu klettern. Ich habe einen Verdacht, dass es da noch höher geht. Aber... Ja, geht's auch, aber bringt nur nichts. Den Teleportstein da hinten haben wir aber, ne? Den haben wir nicht. Das ist ein Teleportstein, den wir nicht haben. Ja, you play dates. So was Unverfrorenes. Leute, das ist doch mal das Erste, was ich tue. Den haben wir letztes Mal nicht gesehen, ne? Weil wir so seitlich irgendwo reingekommen sind. Lager der Mitte. Das hier ist also das Lager der Mitte. Hier ist noch ein Pilz. Jungs, nehmt die Pilze mit. Ich hoffe, da ist uns keiner böse drum, wenn wir hier ein wenig das Federvieh ausdünnen, bestandsmäßig. So. Okay. Na, den lassen wir mal leben. Hier steht einer rum, der uns beobachtet. Wer bist du? Das ist Lloyd. Aber ich will gar nicht mit Lloyd sprechen. Ich will mich eigentlich erstmal umziehen. Ne? Das war hier so eine gute Gabel und so, dass wir das alles nicht verpassen. Hier geht's in irgendeinen Keller. Ganz schön dunkel. Kartenstück. Ach, guck an, noch ein Kartenstück. Elix. Das steht aber nicht verboten, ne? Also wir können uns hier bedienen. Tja. Geldbündel. Da sagt uns keiner was.
Der Keller hier ist frei für alle. Es ist ein Geben und Nehmen hier in der Clique. Gut. Da war jetzt nicht so viel spannendes Zeug drin, aber kann ich denn hier auch rein? Interessiert den auch nicht. Danke. Ich bediene mich. Ich bin mal so frei, ne? Oh, da geht's hoch. Hoch ist immer gut. Eine Truhe. Jetzt speichere ich aber doch. Das ist wieder so eine komplizierte Truhe. Wo ich nicht weiß, ob ich das schaffe. Ja! Zu einfach. Ich hab's doch gesagt, das schaffe ich. So, Kriegsbogen. Den habe ich schon, ne? Oder? Ja. Lebenssaft und dann Hellsman. Okay. Und kippen. Nimm ich doch alles gerne an mich. Mächtiger Energiespeicher, Goldbrocken. Okay, was haben wir oben noch? Schönes? Haben wir noch irgendwas Schönes? Feuer im Haus, Freunde. Geht's noch? Hochleistungssuppe. Wieso ist hier Feuer im Haus? Ohne Schornstein. Völlig realitätsfremd. Ey, da kann man hoch. Da gehe ich gleich hoch. So. Und da ist ein Kamin. Hier ist ein Kamin. Und da ist das Feuer. Zieht euch das rein. Oh. Ich kann hier nur Leiter rauf und runter benutzen, oder wie? Hm. Na gut, okay. Wenn ich an die Vorräte nicht dran darf, nehme ich halt den Hammer mit. Bett. Bett. Daneben eine Wanne. Das Bett ist auch nicht gemacht. Völlig dreckig. Okay, gehen wir mal da raus, wo wir reingekommen sind. Sonst verlieren wir die Orientierung. So, hier geht einer weg. Wer bist du? Ein Siedler. Sag mal, wir müssen mal was gegen die Ratten tun, Freunde. Das ist unhygienisch. Ja, das sieht nicht so aus, als würde die das jucken. So, was ist denn hier? Kann ich denn hier... Er schaut mich direkt an und ich klaue jetzt was. Interessiert ihn nicht. Gut. Hier ist alles frei. Hier kann jeder nehmen, wie er es meint. So, wir haben ja sowieso mit der Nacht. Ich hau mich jetzt hier hin. Ich hoffe, der hammert mich nicht tot. Der Hammermann. Steh auf, Kleriker. Und der Akolyt. Akolyt. Das ist aber eine coole Animation, wie du da stehst, mein Freund. Ich kann jetzt nicht. Ah, die Stimme ist weniger cool. So, was haben wir hier? Nehmen wir. Ein Rucksack im Gebüsch. Ach, guck mal, da unten ist auch noch ein bisschen was zu holen. Ja, da gehen wir gleich hin. Federvieh. Speichern. Und töten. Du bist ja doch nicht so blöd. Ich bin doch nicht so blöd. Ich habe gerade einen Huhn getötet. Das ist Nahrung für euch. Das habe ich jetzt geklaut. Also von wegen jeden Tag frische Eier und so. Ne? Solange es keinen interessiert. So, wer hat denn hier Gras gepflanzt? Freunde, das ist illegal. Obwohl. Hier wahrscheinlich nicht, ne? Hier ist jeder sich selbst der Nächste. Hier ist noch ein Bulls. Wo geht's denn hier hin? Hier geht's so ziemlich ins Nichts, ne? Ich hör's doch grunzen. Okay, hier ist nichts. Schade. Bist du gezähmt, mein Freund? Friedlicher Schakal. Es gibt keinen, der hier einen Namen hat, ne? Nur Lloyd, oder? Moment mal. Wo soll's denn hingehen? Lass mich raten. Du bist hier der strategische Offizier. Ach, noch so einer von deiner Sorte hat mir gerade noch gefehlt. Du lässt hier besser die Waffe stecken und hältst deine langen Finger bei dir. Dann kriegen wir auch keinen Ärger miteinander, klar? Der Ort hier sieht wie ein Flüchtlingslager aus. Ja. Für viele ist es der letzte Zufluchtsort vor den Konvertern der Alps. Für andere ist es eine Festung des Widerstands und der Freiheit. Für mich ist es eine Lebensaufgabe.
Jeder, der Schutz sucht, wird ihn bei uns finden. Doch du siehst nicht aus wie jemand, der Schutz braucht. Eher wie jemand, der auf Krawall aus ist, wenn du mich fragst. Mach hier besser keinen Ärger. Auf Streuner stehen wir hier nicht. Wer hat hier das Kommando? Unser Boss? Er ist oben im Haupthaus. Sein Name ist Lloyd. Aber Typen wie du nennen ihn Big Daddy, klar? Geh ihm besser nicht auf die Nerven, rate ich dir. Er hat Besseres zu tun, als mit euch Streunern seine Zeit zu verschwenden. Big Daddy, das ist gut. Du kümmerst dich um die Befestigung des Lagers? Ganz genau. Und jeder, der hier etwas zerstört oder unrechtmäßig entwendet, wird sich vor mir verantworten müssen. Ah ja. Und wie läuft der Job? Du willst mich doch nicht etwa aushorchen, ob es hier etwas zu holen gibt, oder? Also entweder packst du ordentlich mit an, oder du kannst dich gleich wieder verziehen. Verstanden? Verstanden. Tatsächlich? Naja, das werden wir ja sehen. Hey, ich wollte nur freundlich bleiben. Wie ist jemand wie du hier gelandet? Ich war damals in der Garde von Abessa City. Bei einem der vielen schweren Angriffe der Alps damals sind wir von den Klerikern an die Front befohlen worden. Es war ein aussichtsloses Unterfangen und die Schweine da oben wussten das. Bin dabei fast draufgegangen. Nie wieder gehe ich dahin zurück, sag ich dir. Das hier ist jetzt mein Zuhause und jeden, der es bedroht, werde ich bis aufs Blut bekämpfen. Wie kann ich dich beim Sichern des Lagers unterstützen? Du willst uns wirklich helfen, ja? Dann besorg uns mehr Männer. Die Mutantenbrut da draußen würde uns nur zu gerne auf die Pelle rücken. Du redest von loyalen Waffengefährten. Genau. Wir brauchen gute Kämpfer, auf die man sich verlassen kann. Keine Dünnbrettbohrer, die beim ersten kleinen Mutantenangriff die Flucht ergreifen. Dünnbrettbohrer, das ist cool. Ich besorge gute Kämpfer. Ja? Du meinst, du kriegst das hin? Na schön. Dann geh und rekrutiere sie. Sie müssen dir aber schon als deine Waffengefährten bedingungslos in den Kampf folgen. Wenn du mir mindestens 3 brauchbare Kämpfer nennen kannst, die dir folgen, dann wären wir schon einen großen Schritt weiter. Und beeil dich besser damit. Bevor die Mutanten wieder angreifen. Habe ich doch jetzt schon. Ich habe schon mehr als 3. Aber, was ist das denn für eine komische Quest? Ja, sag ich ihm einfach mal, ne? Ich hoffe nicht, dass die dann weg sind. Duras, ein Krieger der Berserker, kämpft an meiner Seite. Sehr gut. Die Berserker verstehen es, sich gegen die Alps zu wehren. Schon sehr gut fürs Erste. Wen hast du noch anzubieten? Falk, ein sehr guter Kleriker-Scout, unterstützt mich. Interessant. Ich dachte immer, die Jungs aus dem Vulkanland kennen nur ihren Glauben. Hast du noch jemanden? Ray, ein ausgekochtes Schlitzohr der Outlaws, kämpft an meiner Seite. Ja, wir haben eigentlich schon genug Ganoven hier im Lager. Aber meinetwegen. Okay. Ich würde sagen, das sind erst einmal genug Gefährten, um unser Lager zu sichern. Ich hätte die Auswahl meiner Kampfgefährten zwar anders gestaltet, aber egal, damit kann ich arbeiten. Ich hoffe, dass sie auch halten, was sie versprechen, wenn der nächste Angriff ins Haus steht. Mach ruhig weiter so. Wir haben zwar schon erst einmal genug, aber wenn du noch mehr gute Kämpfer hast, immer her damit. Je mehr, desto besser. Soll ich jetzt alle da mal benennen? Ja, ne? Ich mach das einfach mal. Ax ist ein ehemaliger Alp, doch jetzt ist er mein Waffengefährte. Ist das dein Ernst? Puh, tja, man nimmt, was man kriegt. Hoffentlich fällt er uns nicht in den Rücken. Crony O4, eine Kampfdrohne der Alp, steht unter meinem Kommando. Ha! Eine Jagdmaschine der Alps! Was bringst du uns als nächstes? Ein ausgewachsenes Urtier? Nasty, eine starke Kämpferin der Outlaws, gehört zu meinem Gefolge. Nasty? Wirklich? Ich kenne sie.
Sie ist der schlimmste Teufel, den die Wüste je hervorgebracht hat. Alle Achtung! Wenn sie wirklich für unsere Sache kämpft, können sich die Alps warm einpacken. Cool, jetzt haben wir auf jeden Fall ordentlich Erfahrungspunkte abgestaubt, ne? Aus. So, jetzt hat er mir natürlich gesagt, dass ich hier die Finger bei mir halten soll. Dabei habe ich aber schon das halbe Lager geplündert. Aber stört ihn denn das, finde ich? Nö. Stört ihn trotzdem nicht, ne? Gut, dann mache ich aber auch fröhlich weiter wie gehabt. Schon wieder Feuer im Haus. So, Truhe. Schön, nehme ich. Das war wohl nichts. Ja, das war wohl nichts. So, wie müssen wir das jetzt angehen? So. Nein, so nicht. So. Nein, so auch nicht. So. Jawohl. Zu einfach. Viel zu einfach. Dickes Blut, kleiner Heiltrank. Und noch ein Besteckstück. Okay. Den haben wir auch beklaut. Wie heißt der eigentlich? Eckhart. Eckhart. Mensch, Eckhart. So, hier geht's wohin? Da geht's runter, ne? Wir schauen erstmal hinters Haus. Meistens ist hinterm Haus. Ach, guck mal, Pfeile. Hinterm Haus ist meist was los. Ist der wütend? Nee, das ist gezähmt. Deutlich lieber. Hier ist noch eine Zielscheibe. Hallo? Okay. Achso, darf ich doch nehmen. Hallo, ich will die Pfeile haben. Hallo, hallo, hallo. Okay. Muss ich erstmal irgendwie richtig stehen, sonst sehe ich sie nicht. Wer kommt denn da? Also verschwenderisch sind die hier schon, ne? Was die Pfeile angeht und so weiter. Okay, wo war ich denn jetzt schon und wo war ich noch nicht? In dem Haus war ich schon, ne? Was ist denn das da für ein Torbogen? War ich da auch schon? Was gibt's da denn zu holen? Und nichts weiter. Hier geht's nur runter. Da unten war ich ja schon. Hier ist ein bisschen alles zugewuchert. Da müssen wir mal die Hecke schneiden, Freunde. Hier wird aufgeräumt jetzt. Alles in meine Tasche. Und so, und da oben? Was gibt's hier zu holen? Hm. Schrott. Okay, schauen wir mal weiter. Na, mein Junge. Ein zahmer Schakal. Sehr ungewöhnlich. Oh. Er konnte mit ihm sprechen. Guck mal an. Oh, hier ist die Müllhalde, oder wie? Müllhalde sind doch immer interessant für mich. Hier ist aber nichts, was mich interessieren mag, wa? Hier sind Kleriker. Steck die Waffe ein. Ja, hab ich doch schon. Gute Entscheidung. So, sag mal, was machst du hier? Ah, verdammt, was ist denn jetzt schon wieder? Ich hab gerade keine Zeit, muss diesen Mist hier wieder in Gang bringen. Du bist Mechaniker? Hi, ich bin Harley, stellvertretender Werksmeister der vierten Kolonne des Horns von Ignadon. Stets zu Diensten. Die Zeiten sind vorbei, Kumpel. Hier draußen sind wir alle freie Menschen. Wenn du also etwas repariert haben willst, wirst du dafür bezahlen. Bist du so gut? Das will ich meinen, Kollege. Ich bin hier völlig unterfordert. In unserer Kolonne gab es nichts, was wir damals nicht wieder in Gang gebracht hätten. Wie gesagt, wenn die Kohle stimmt, kriege ich alles wieder ganz. Komm mir aber bloß nicht mit einem defekten Toaster klar. Ich brauche endlich mal eine große Aufgabe. Okay. Harley. Ist das wirklich dein richtiger Name?
Nein, den gaben mir meine Freunde früher mal, weil ich gerne an alten Maschinen herumwerkel. Ich heiße eigentlich... Naja, vergessen wir das.